So, und damit herzlich willkommen zu einer weiteren Folge bei Outnauts. Und warum bin ich jetzt nicht bei meiner kleinen Basis? Denn ich habe jetzt mal übers Wochenende das Ganze ein bisschen umgebaut. Ziemlich umgebaut. Warte, ich fahre jetzt einmal kurz rüber. Hier ein bisschen das Zeug nach hier oben umgebaut. Vieles anders gemacht. Komme ich gleich nochmal drauf, warum das jetzt so aussieht. Aber natürlich Felder oder so habe ich jetzt noch gelassen, denn sowas umzubauen wäre einfach nur mühselig gewesen und wird uns jetzt nicht so groß aufhalten. Was habe ich einmal getan? Also das Offensichtlichste ist hier die Siedler ein bisschen aufgerüstet. Muss nur noch kurz ein bisschen das mit dem Essen optimieren. Aber das größte Problem hier dran ist halt, dass wir das Süßwasser immer sehr gering nachbekommen. Für die Marmelade. Honig ist kein Problem. Habe ich jetzt auch ein bisschen was getan. Aber das Wesentliche, was ich getan habe, ist, um wirklich sehr viel automatisch alles machen zu können, ist einmal, ich habe hier einen Bereich markiert. Warte, den kann ich auch noch vorstellen. Also für Fa also der Bereich wird dafür sein, wenn ich jetzt was machen wir, was brauchen wir? Auch Forschung habe ich auch noch sehr viel betrieben. Bin interessiert. Was brauche ich denn? Wir werden auf jeden Fall. Na komm, aber ist einfach so. Zum Beispiel, ich will Strohboden haben. Ich will so eine. Brauche ich davon noch eine? Na komm, brauchen wir die einfach, wenn wir bestimmt noch eine brauchen. Werkbank. Fang an Roboter, Ressourcen aus Lagerbehälter, Silos herzuholen. Und fang an hier das alles zu bauen. Kann natürlich noch manuell mithelfen, aber der Großteil wird automatisch somit erledigt. Da können wir sehen, zack, wird nach und nach alles hergebracht. Dauert nur noch ein bisschen und dann wird das Ganze zusammengeschraubt. Hier sehen wir es, Boden schon fertig. Und dann müssen wir es einfach nur noch dahin stellen, wo wir es haben wollen. Und das erspart ziemlich vieles. Hier oben habe ich mal ein paar Komponenten hingestellt. Einmal das einfache Zahnrad, einfache Rad, das gute Zahnrad, das gute Rad werden hier automatisch hergestellt. Da natürlich hier einmal die ganzen Vertäfelungen, quadratischer Rahmen und die Kurbel. Dann habe ich hier neue Sachen, denn ich habe Forschungen sehr weit angetrieben, weil der Umbau hat wirklich ein bisschen länger gedauert. Wartet, Forschung. Hab einmal Bauteile, Windmühle und Metallverarbeitung. Jetzt kommt Stauraum ran. Danach kommt auf jeden Fall Werkzeuge aus Metall. Denn damit hoffe ich mir, sehr schöne, gute Werkzeuge herstellen lassen zu können. Dann wäre da noch. Warte, Farmers. Suchen. Stimmt, weil ich manche Roboter nur eingestellt habe, denn am Anfang hatten wir nur die Roboter, keine Upgrades, keine lalala. Ihr wisst, was ich meine. Da sind wir es zusammengeschraubt. Das heißt also nur. Zack. Na, das war vielleicht jetzt nicht das Beste, weil da fehlt mir jetzt so ein Stück, so. Aber ihr versteht, glaube ich, für was diese Fläche jetzt hier ist. Und zwar habe ich alle Roboter. Ich bin dann einmal hier hingegangen. Hab dann hier einmal alle Roboter ausgewählt. Hab ihnen gesagt, sie sollen zu mir kommen. Dann habe ich ihnen gesagt, dass sie einmal alles ablegen sollen. Hab dann hier erstmal was umgestellt. Und danach geguckt, welche Roboter Sinn ergeben, welche ich optimieren kann. Bla bla bla. Und jetzt laufen auch die meisten wieder. Natürlich sind jetzt auch hier ein paar gekommen, die überflüssig geworden sind, denn zum Beispiel habe ich ja Robotern gesagt, die für zwei sahen, brauche ich also noch einen, weil ich die jetzt einfach mehr Leistungen in die eingeben konnte. Habe ich sonst noch was gemacht, bis auf großen Umbau? Kurz überfliegen. Hier sind Kleider, hier sind Häuser, Baufläche erwähnt. Ach stimmt, ich habe jetzt, mach gute Trashflegel, denn ob ich jetzt Stöcker oder die Pfahle nehme, finde ich die Pfahle eigentlich besser, denn davon hatten wir eh immer massig über. Aber jetzt will ich auch nicht die ganze Zeit reden, sondern wir kümmern uns jetzt mal um die ganze Metallversorgung, damit wir jetzt auch langsam mal Metall herstellen können. Und dann brauchen wir einmal einen einfachen Ofen.
So, stellen wir mal hier hin. Da können wir auch uns direkt noch hier... Zack, freie Roboter. Es ist ein... Ach, sogar einer mit Upgrade. Okay, so. Dem sagen wir... Du musst einfach Ton holen, oder? Frischen Ton hier holen. Radius kurz anpassen. Bis deine Hände voll sind. Dann einmal hierher bringen, damit das auch mal alles automatisch passiert. Was? Ich habe Siedler in der Hand. Warum hatte ich einen Siedler in der Hand? So, jetzt wartet mal kurz. Einmal Ton holen. So, drauflegen. Ja, hätte vielleicht direkt alle vier mitnehmen sollen. Aber jede Ressource, die wir jetzt automatisieren, müssen wir später nicht mehr automatisieren. So. Dann hier einmal die Fläche auf den Bereich ausweiten. Bestätigen. So. Leer sind. Zack. Und schon fängt er auch an, hier langsam uns das Ganze automatisch zusammenzuschrauben. Was uns auf jeden Fall stark helfen soll. Und ich habe den Roller weggeschmissen, denn wir konnten ein Skateboard bauen. Es macht mich einfach noch schneller. Was ziemlich gut ist. So. Der Odin sitzt hier auch schön tun. Sehen wir sehr schön. Somit muss ich nicht immer hin und her rennen. Und es wird mir automatisch gebaut. Das hatte ich eigentlich schon lange vor, so eine Fläche zu bauen. Aber das hat sich irgendwie immer rausgezögert, weil irgendwie alles so schlecht organisiert gebaut worden ist. Was? Siedlergunst 1? Achso, deshalb. So, den Siedler jetzt mal kurz nach hinten legen. Ach nee, der muss ja noch hier ins Haus rein, oder? Ich dachte mir nicht schon, woher habe ich jetzt auf einmal einen Siedler mehr? Wir brauchen noch Boden. 3 hoch, 6 Böden. Zack. Obwohl, eigentlich können wir ja direkt den mitnehmen. So. Metall brauchen wir einmal bei... Möchte ich gerne in der Nähe von Metall und direkt einer Kohleader bauen. Metallvorkommen. Aber... Kohle fern. Sehr weit weg. Haben wir hinten Kohle? Nein, hinten haben wir natürlich auch keine Kohle. Kohle. Kohle, aber kein Eisen. Stimmt's? Stimmt. Wenn alles so blöd ist, tun wir es einfach so in die Hauptbasis rüber liefern lassen. Ton, Ton, Ton. Kohle. Na, das ärgert mich jetzt. Hier muss doch irgendwo... Kohlequelle und bitte eine Eisenquelle bitte direkt fast nebeneinander stehen. Das kann man doch nicht sagen. Komm, Spiel, mach mir mal Gießen gefallen. Aber nee, anscheinend will das Spiel nicht. Heißt also, ich brauche auf jeden Fall Transportwege. Einmal Metall, was abtransportiert werden und Steinkohle und weil meine Hauptbasis da genau mittig fast liegt. Oder zack. Also jetzt mittig nicht, aber ist somit der nächste Punkt, dann werden wir hier auf jeden Fall Metall machen. So. Heißt, wir müssen das ganze Schubkarrengedöns einmal einrichten. So. Da einen Punkt hin. Da einen Punkt hin. Wir brauchen auf jeden Fall Kisten. 2 Stück. Brasilo. Ne, ich glaube, ich brauche Kisten. So. Kisten brauchen wir welche. Die sind nicht sehr wichtig, die Kisten. Da tun wir dann das Erz sagen, bis die Schubkarren immer kommen. Ach stimmt, jetzt kann ich auch die herstellen. Fasswagen. Einfacher Wagen, für was ist der einfache Wagen denn gut? Dann hau ich mir einfach hier ein paar Teile ab. Okay, das muss ich jetzt noch manuell machen, aber damit habe ich jetzt noch die geringsten Probleme. Jetzt schauen wir mal, was wir in dem Ofen machen. Ach stimmt, wartet. Da halt hier rum, bla bla bla.
Ein sehr schöner Rahmen. So, aber jetzt, was können wir denn da hier immer dran machen? Holzkohle ist schon mal sehr gut. Ah, das Ding wird mit Holzkohle betrieben. Dann wäre das ja schon mal kein großes Problem. Heißt also, wir können hier unten Holzkohle machen. Was sollen wir das hier oben nochmal aufbauen? Nee, das ist keine gescheite Waldfläche. Dann lasse ich einfach das Metall nach unten liefern. Das wäre das günstigste. Ah, das ist schwer. Oben nochmal das ganze Ding aufbauen, mit Holz abbauen, dann das hier ganz oben einmal durchlaufen und das fertige Metall nach unten liefern oder eher Metallerz runter liefern lassen, dafür das Ganze mit und dafür Werkzeuge nach oben. Aber ich denke, weil wir Metallwerkzeuge herstellen, die relativ aufwendig herzustellen sind, ist das die bessere Wahl, das direkt nach hier unten zu schiffen, dann zwei mal hoch und runter einmal fahren lassen und dann hätte sich das alles erledigt und wir hätten auch schön Metall. Ja, ich glaube, das wäre wirklich das Beste. Aber wir fangen dann direkt doch mal an. Wir brauchen einmal das mit Spitzhacken. So, Spitzhacke. Da reichen ja noch die einfachen Roboter. So. Aufnahme. Abbauen. Ah, apropos, ich habe mir hier einen Roboterspeicher hingestellt. Der hat zur Folge, und seit dieser Roboter versucht, den hier voll zu machen. Somit habe ich immer 10 Roboter, okay, streng genommen eigentlich 11 Roboter immer direkt zur Verfügung. Wann der leer ist, werden direkt neue produziert. Somit haben wir diesen Vorgang auch direkt automatisiert, was sehr angenehm ist. So, Bereich direkt modifizieren. So, jetzt müssen wir nur warten, bis er hier einmal alles abgebaut hat. Und dieser Roboter nach da oben gefahren ist, der aber bestimmt auf dem Weg aus Feld. Stimmt, ist ja eigentlich somit auch ein großes Problem, der Transport. Auf so langen Wegen ist es doch schon ziemlich blöd. Obwohl. Ah, stimmt, die haben da noch ein Wunder freigeschalten. So, und zwar haben wir hier ein Wunder. Und so haben wir so ein Katapult freigeschalten. Mühlenstein. Vielleicht. Warte, da steht vielleicht eine Beschreibung dran. Vielleicht mal angucken, was die Dinger machen. So. Katapult hat. Sieht noch in Ordnung aus. Steht da auch noch eine Anwendung bitte mit dran? Da stand wenigstens das. Aber ein Katapult wird. Ah, vielleicht können wir so mit Ressourcen hin und her schießen. Heißt, dann bauen wir hier so eine Reihe Katapulte. Das wäre auch cool. Wir schießen unsere Ressourcen mit Katapulten hin und her. Es wird uns somit vielleicht Roboter sparen, die hier die ganze Zeit rumstehen und versuchen aufzuziehen. Aber leider war es das auch jetzt schon mit der Folge. Eigentlich ist sie schon zu lang. Aber ich weiß, was ich bis zum nächsten Mal zu tun habe. Und dann können wir direkt hier oben anfangen, Metall abzubauen und hier unten das Ganze mit der Kohle zu machen. Und das heißt, dass wir bald richtiges Metallwerkzeug haben. Richtig gutes Werkzeug. Und ich hoffe, euch hat die Folge gefallen. Ich weiß, dass der Großteil eigentlich kurz Übersicht war, was ich eigentlich alles verändert habe. Obwohl ich vielleicht nochmal auf den Bereich hier so gehen werde. Das seht ihr vielleicht nochmal, was ich da größtenteils groß viel verändert habe. Das ist nicht mal fertig. Frage ist, warum habe ich das alles auf so einem engen Raum gebaut? Na. Weil ich bestimmt den Platz hier noch brauchen werde. Deshalb alles schon sehr kompakt aneinander platzieren. Aber so, dann würde ich auch mal sagen, was ist wirklich jetzt mit der Folge? Und dann noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.